Dahin zu leiden.
Der Psalm für den Karfreitag, das ist der Psalm 22. Er enthält Worte, die Jesus am Kreuz selbst auch noch einmal ausspricht. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch dieser Psalm soll heute musikalisch erklingen. Der Herr war gehorsam bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Pilatus überantwortete ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber, und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz, und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht der Judenkönig, sondern dass er gesagt hat, ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock, der aber war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt:
Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig, sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Hysop und hielten ihn den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und verschied. Du schöner Lebensbaum des Paradieses, Nummer 96 in unserem Gesangbuch. Unter der Choralmelodie liegen zwei unterschiedliche Vertonungen, einmal ein Kyrie eleison und ein Miserere nobis, dona nobis pacem. Erbarme dich unser, Herr, gib uns Frieden. Lied Nummer 96, alle sechs Strophen. Der Herr segne dich und behüte dich.
lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Lied Nummer 93 in unserem Gesangbuch. Dieses Lied soll nun zum Schluss erklingen. Und wenn Sie wollen, sehen wir uns wieder in der Osternacht oder auch am Ostermorgen. Bleiben Sie behütet und gesund.